Ja, Joachim Witwer vom Session Music, heute für euch von Warwick Corvette Classic, 5-Seiter in Almond Sunburst. Jo, Warwick Rockbass Corvette, 5-Seiter, haben wir hier am Start. Jetzt zeige ich euch direkt mal die Specs von dem Bass. Gebaut ist er aus einem Erle Body. Darauf verleimt eine Riegel-Ahorn-Decke. Wie ihr seht, der hat eine sehr schöne Maserung. Man sieht schön das geriegelte Ahorn hier drauf. Zur Elektronik ist zu sagen, es ist ein aktiver Bass mit zwei Mac Single Coils. Wir haben hier eine aktive Zweiband-Klangregelung, einen Balance-Regler, damit wir von dem hinteren auf den vorderen Pickup stufenlos hin und her regeln können. Natürlich einen Lautstärkenregler für die Gesamtlautstärke. Die Brücke sehr funktionell für die Oktavreinheit, für die Seitenhöhe. Ja, ein sehr schönes fettes Teil, was man später auch noch fixieren kann mit den beiden Schrauben, damit die auch richtig fest sitzt. Kommen wir zum Hals. Dort natürlich ein Palisander-Griffbrett. Der Hals gebaut aus Ahorn. Ja, sehr schön gemacht. Wir haben ölgekapselte Mechaniken von Warwick hier drauf. Und natürlich auf der Kopfplatte schön schwarz Warwick-Logo. Und hier den Zugang für die Halsstabschraube, damit man den dann prima justieren kann. Kleines Gimmick und sehr sinnvoll auch für einen 5-Seiter ist der Sattel. Der ist praktisch nochmal in der Höhe ein bisschen verstellbar mittels dieser zwei Imbusschrauben. Falls die sehr dicke H-Seite mal wirklich scheppern sollte, kann man dann hier noch ein bisschen nachregeln, sozusagen. Insgesamt ist zu sagen, der Warwick heißt Rockbass und das ist er natürlich auch, weil der klingt sehr fett, der klingt sehr rockig. Man hat hier einen Bass gebaut, der prima in alle möglichen Rock-Coverbands passt. Der hat natürlich einen sehr fetten, dicken Ton. Sieht sehr cool aus, würde ich mal sagen. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich schraube jetzt mal ein bisschen an der Schaltung rum und zeige euch dabei noch ein paar Takes. Fangen wir mal an. Erstmal im Prinzip den Balance-Regler. Der hat hier eine Stellung in der Mitte, da rastet er ein. Dann sind beide Pickups parallel geschaltet. Und jetzt zeige ich euch mal, was diese aktive Klangregelung macht. Die ist jetzt auch erstmal auf Mitte, beide Regler. Man hat dann praktisch. Wenn das Pfund nicht reicht, der dreht den Bassregler rein. Und schon wird es ziemlich brutal. Der hat dann unfassbar viele Bässe. Das kommt durch die aktive Klangregelung natürlich. Genauso der Höhenregler, der hat nach oben auch noch Reserven. Ohne ist praktisch. Mit. Da knackert der Bass schön, dann hat er einen schönen Anschlagston, setzt sich prima durch. Ich würde mal sagen, je nach Verstärker hat man da praktisch alle möglichen Optionen offen, damit der Bass prima zu eurem Setup passt. Der Balance-Regler, der wie gesagt sagt mir, oder mit dem kann ich die beiden Pickups hin und her schalten. Ich habe auf der einen Seite jetzt erstmal den mittleren Pickup eingeschaltet, der klingt natürlich sehr bassig. Und wenn ich jetzt rüber drehe auf den Steg-Pickup, klingt es eigentlich ein bisschen dünner, aber er rollt halt ein bisschen mehr. Ja? Gerade wenn man jetzt hier hinten spielt, kriegt er einen schöneren Ton. Dann fängt der Bass sehr schön an zu knurren. Lautstärke natürlich, klar. Gesamtlautstärke geht dann hier rüber. Man muss ihn nicht immer voll aufdrehen. Der klingt auch bei ein bisschen aufgedrehten Polys klingt ja noch sehr schön. Der verliert nicht so viel an Höhen. Man kann auch, wenn es dann doch zu much ist, kann man hier ein bisschen zurückdrehen. Aber der trotzdem behält er seinen guten Klangcharakter, der Bass. Insgesamt nochmal kurz zu sagen, klassischer Rockbass, der drückt, sieht cool aus. Ich würde mal sagen, es macht Sinn, den einfach mal auszuprobieren. Schaut bei uns rein, bei Session Music. Dort steht er für euch startklar, dass ihr den anspielen könnt. Falls ihr noch Fragen habt, sind wir natürlich für euch da unter www.musikschmidt.de. Dort könnt ihr natürlich den Bass online bestellen. Wir haben 33 Tage Moneyback, 66 Tage Umtauschrecht. Bei Fragen meldet ihr euch natürlich per E-Mail oder per Anruf. Wir sind für euch da. Session rockt.